Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus kam an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen. Da beobachtete man ihn genau. Als er bemerkte, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten, erzählte er ihnen ein Gleichnis. Er sagte zu ihnen: Wenn du von jemandem zu einer Hochzeit eingeladen bist, nimm nicht den Ehrenplatz ein. Denn es könnte ein anderer von ihm eingeladen sein, der vornehmer ist als du, und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen: Mach diesem hier Platz. Du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Vielmehr, wenn du eingeladen bist, geh hin und nimm den untersten Platz ein, damit dein Gastgeber zu dir kommt und sagt: Mein Freund, rück weiter hinauf. Das wird für dich eine Ehre sein vor allen anderen Gästen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dann sagte er zu dem Gastgeber: Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein, sonst laden auch sie dich wieder ein und dir ist es vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, auf seinem großen Weg von Galiläa nach Jerusalem begegnen wir Jesus normalerweise, wie er unterwegs die Menschen lehrt und zu ihnen spricht. Heute ist er aber zu einem Essen eingeladen bei einem führenden Pharisäer. Das ist ja eine Szene, die gar nicht so selten ist im Neuen Testament. Immer wieder begegnen wir Jesus bei kleineren oder größeren Festmählern. Im Johannesevangelium findet der erste öffentliche Auftritt Jesu bei der Hochzeit von Kana statt. Und am Ende seines irdischen Lebens steht das letzte Abendmahl. Dazwischen viele Mahlzeiten mit seinen Jüngerinnen und Jüngern und hier etwa eingeladen von einem Pharisäer. Diese vielen Mahlzeiten, sie haben schon eine Bedeutung. Sie sagen uns zum einen, dass Jesus nicht als ein Asket verstanden werden kann, so wie Johannes der Täufer, der sich in die Wüste zurückgezogen hatte. Nein, Jesus geht anders vor. Er ist bei den Menschen. Gerade auch dort, wo sie Feste feiern, wo sie fröhlich beisammen sind. Er ist gerne dort, wo Menschen in fröhlicher Runde beisammen sind. Aber hier hat diese Szene noch eine besondere Bedeutung, denn hier im Lukas-Evangelium, das ja ganz ausdrücklich auch an eine Zuhörerschaft aus dem Heidentum gerichtet ist, da wird deutlich, dass das Gastmahl, das festliche Essen in der antiken Welt eine besondere Bedeutung hatte. In der hellenistischen Kultur waren die feierlichen Gastmähler nicht nur Zeichen des fröhlichen gemeinsamen Essens und Trinkens, sondern sie waren wichtige gesellschaftliche Veranstaltungen. Sie waren auch Gelegenheiten, wo man einander belehren konnte, wo Menschen Reden halten konnte, wo Weise und Philosophen zu Wort kommen konnten. In dieser Rolle wird Jesus hier uns vor Augen gestellt, als einer,
der etwas zu sagen hat, der eine Lebensweisheit zu verkünden hat, der nicht nur von dem redet, was am Ende der Zeit von Gott herkommen wird, sondern der schon mitten in diesem Leben uns etwas Gutes, eine hilfreiche Botschaft bringen kann. Dabei ist diese Szene von Anfang an durchaus mit Spannung aufgeladen. Er ist bei einem führenden Pharisäer zu Gast, also bei einem Vertreter der Gruppe, mit der Jesus sonst oft genug in Streitgesprächen verwickelt ist. Die Mahlzeit findet an einem Sabbat statt. Auch das ist ein Hinweis auf eine mögliche Spannung, denn oft genug kommt ja Jesus in Konflikt mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, weil er am Sabbat heilt. Genau das wird er auch bei diesem festlichen Essen tun. Das wird unmittelbar vor unserem heutigen Evangelium berichtet, dass er einen Kranken am Sabbat heilt. Nun aber sind es nicht nur die anderen, die ihn genau beobachten, wie es hier heißt, sondern er selber beobachtet nun die anderen beim Essen. Er beobachtet ihr Verhalten, ihr alltägliches Verhalten, wie sie sich die Ehrenplätze aussuchen. Das war in der antiken Welt noch wichtiger als vielleicht für uns heute, denn die eigene Ehre, das eigene Ansehen, auch durch äußere Zeichen, wie etwa einen Ehrenplatz beim Festmahl zu betonen, das war etwas entscheidend Wichtiges für das Selbstverständnis eines Menschen in der antiken Welt. Und Jesus gibt ihnen nun einen guten Ratschlag, eine Lehre, die er ihnen erteilt. Und zunächst einmal bleibt das ganz im Rahmen dessen, was Menschen damals als sinnvoll und vernünftig erkennen mussten. Er rät ihnen, sich nicht gleich auf den obersten Ehrenplatz zu setzen. Das hat ja die Gefahr, dass man am Ende dann zurückstecken muss und gar auf einen niederen Platz geführt wird, also eine Beschämung erlebt, sondern er rät ihnen, sich zuerst auf den untersten Platz zu setzen, um sich dann weiter nach oben führen zu lassen. Jeder der Anwesenden konnte da sicher zustimmend nicken und sagen, das ist ein guter Ratschlag, das ist eine gute Art, sich zu verhalten. Jesus hat recht, wenn er das rät. Nun, wenn Jesus hier seine Rede beendet hätte, dann hätte er den Menschen durchaus einen guten Ratschlag gegeben, aber sehr viel mehr könnten wir dann nicht damit anfangen. Aber es ist natürlich ganz typisch für Jesus, dass da noch etwas kommt, dass da noch eine entscheidende Wendung kommt, dass er das, was er da wie eine Regel für das richtige Verhalten bei Tisch ausgibt, dass das noch einen Hintersinn hat, einen tieferen Sinn. Das ist ja wohl damit gemeint, wenn hier gesagt wird, dass er ihnen ein Gleichnis erzählt. Es ist nicht ein typisches Gleichnis, aber es ist etwas, was einen verborgenen Sinn hat. Und dieser verborgene Sinn, der wird offensichtlich, wenn Jesus dann sagt, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Da wird die ganz normale Regel für das Verhalten bei Tisch in einen viel größeren Zusammenhang gestellt. Denn da kommt nun Gott ins Spiel. Zwar ist ausdrücklich nicht von Gott die Rede, aber wenn von der Erhöhung und Erniedrigung des Menschen die Rede ist, dann ist für die Zuhörer Jesus natürlich klar, dass Gott es ist, der den Menschen im Eigentlichen erhöhen kann oder der ihn von seinem angemaßten Thron herunterstoßen kann. Das heißt, das Verhalten bei Tisch, das kluge, sinnvolle Verhalten, nicht gleich den höchsten Ehrenplatz einzunehmen, erscheint hier noch einmal in einem ganz anderen Licht, wenn es zu einer Regel für das ganze Leben wird. Da ist es viel mehr als nur eine kluge Taktik, damit man nicht bei einem Gastmahl beschämt wird.
Da geht es um etwas, was Jesus seinen Zuhörern wirklich zumuten will. Er mutet ihnen zu, dass sie ganz neu darüber nachdenken, was denn eigentlich Ehre oder Schande bedeutet. Ehre nicht in dem Sinne, wie seine Zuhörer und wie oft auch wir es verstehen, dass man sich selbst bespiegelt in seinen Leistungen, in seinem Ansehen, in seinem Wissen, Können oder in seinem Besitz, sondern Ehre besteht für Jesus im Eigentlichen darin, dass man eben nicht sich um sich selber drehen muss, dass man eben nicht eigensüchtig den ersten Platz einnehmen muss, sondern für ihn hat der die höchste Ehre, der den niedersten Platz einnehmen kann, dem, der es wagt, ganz unten zu stehen, der sich nicht selber über andere erhebt, sondern der seine Ehre allein von Gott annehmen will. Das ist nun allerdings etwas, was über das richtige Verhalten bei einem Festessen weit hinausgeht. Das ist ein anspruchsvolles Lebensprogramm, wo jeder einzelne von uns sich auch fragen muss, woher nehme ich denn eigentlich das Ansehen oder die Ehre meines Lebens? Was ist mir denn dabei wichtig? Wo drehe ich mich nur um selbstgemachte Dinge, um eigene Leistungen? Und wo zählt für mich die Ehre, die von Gott kommen kann? Und wo bekomme ich da den Mut, den letzten Platz einzunehmen, mich zu solidarisieren mit den Armen und Geringen in dieser Welt, an ihrer Seite zu stehen und für sie einzustehen? Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Eine ungeheure Zumutung an die Menschen, aber auch eine ungeheure, wunderbare Herausforderung, ein neues Lebensprogramm zu entdecken, das nicht sich um die selbstgemachte Ehre dreht, sondern das sein Ansehen und seinen Wert von Gott her bekommt. Was er dann zu dem Gastgeber sagt, dass er nicht seine Freunde, Brüder, Verwandten oder reiche Nachbarn einladen soll, das geht natürlich auch hinaus über das, was so ein reicher Gastgeber normalerweise tut, der sicher kein großes Interesse daran hat, Arme, Krüppel, Lahme und Blinde zu seinen Festessen einzuladen. Auch hier geht es bereits um das, was vor Gott Bestand hat, was erst durch ihn sinnvoll wird, was erst dann einen Sinn ergibt, wenn wir mit der Wirklichkeit Gottes rechnen in unserem Leben. Und doch ist es nicht irgendetwas Vermessenes und Utopisches, etwas, was völlig herausfallen würde aus unserer Welt. Dieser Gastgeber darf sich durchaus realistisch angesprochen fühlen. Ja, das könnte er wirklich tun, wenn er nur wollte. Ja, er könnte die Armen zu seinen Freunden machen. Ja, er könnte hinausgehen über den Kreis derer, die immer schon seine Freunde und seine reichen Nachbarn waren. Ja, er könnte die Kreise seines Lebens erweitern und auch die in den Blick nehmen, die er bisher übersehen hat und ausgeschlossen hat. Ja, das wäre nicht unmöglich, das könnte er wirklich tun. Jesus fordert nichts Unmögliches, nichts Übermenschliches von ihm, sondern er traut ihm zu, dass er hier und jetzt schon Zeichen setzen kann für das, was in Vollendung erst im Reich Gottes geschehen kann. Liebe Schwestern und Brüder, das ist doch etwas ungeheuer Schönes, was Jesus hier auch zu uns sagt. Wir können hier und jetzt in unserem Leben schon damit anfangen, mit dem, was eigentlich erst einen Sinn ergibt im Reich Gottes. Ja, auch für uns ist es nicht unmöglich, die Kreise unseres Lebens, die festgefügten Mauern unseres Lebens zu überschreiten und die in den Blick zu nehmen, die wir normalerweise übersehen, die uns unwichtig scheinen, die nicht hineinpassen in unsere Lebenspläne. Ja, auch uns ist es möglich, einen Blick für die Armen zu entwickeln, für die Ausgestoßenen, für die Übersehenen in unserer Welt.
Ja, auch uns ist es möglich, jetzt schon mit der Wirklichkeit Gottes zu rechnen, die uns sagt, dass es darauf ankommt, dringend darauf ankommt, sich die Armen zu Freunden zu machen, weil ihr Wort zählen wird, wenn es um unsere Zukunft geht bei der Auferstehung der Gerechten. Liebe Schwestern und Brüder, typisch für Jesus ist hier, dass er in unserem Alltag ansetzt, in unseren ganz normalen alltäglichen Beziehungen, dort, wo wir miteinander essen und trinken und unseren Alltag leben. Und dass er dann durch diesen Alltag hindurch sieht und sagt, mitten in den kleinen Spielen unseres Lebens, wo es immer wieder um Ansehen und um Ehre geht, mitten in diesen kleinen Spielen unseres Lebens hat bereits ein großes Spiel begonnen, hat Gott bereits etwas Neues mit uns begonnen, wo es um die Ehre geht, die nur von ihm kommen kann. Jesus lädt uns ein, im Kleinen unseres Alltags das Große der Begegnung mit Gott zu entdecken, unseren Alltag als Gleichnis zu verstehen, wo es jetzt schon um Gott geht. Er lädt uns ein, jetzt schon Mut zu haben, zu entscheidenden und guten Schritten für das Verhalten, das seinen letzten Sinn erst im Reich Gottes haben wird. Amen.